Hallo Krebs, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich freue mich sehr, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammen schauen, wie die Energie für dich für den Monat Juli für dich steht. Ja, Krebs, schauen wir mal zusammen. Unter dem Deck Krebs haben wir die Herrscherin, ja? Eine ermächtigte Energie. Spricht für eine Mutter. Also hier haben wir eine Mutter. Eine Person, die bei manchen, also eine Schwangerschaft sieht man auch hier. Ja? Eine Person, die schwanger ist, eine neue Geburt. Also ist eine, wie gesagt, Krebs, eine wichtige Energie für dich. Also die Herrscherin kann auch für die Mutter deiner Kinder reden, der Vater deiner Kinder oder irgendwie auf jeden Fall eine Person, die Kinder hat, könnte man hier schon denken. Ja, sehr viel Kreativität in dieser Karte auch. Naja, wir müssen jetzt schauen, ja. Also wir haben schon, wie du siehst, mit einer sehr wichtigen Energie hier. Und du hast gesehen, ich habe ja die Karten zusammengemischt und vor dieser Aufnahme mische ich die Karten nochmals zusammen. Und wenn ich dir ehrlich bin, ich habe hier einen Einfluss, also irgendwie Sternzeichen Fische. Musst du schauen. Augenblick, Krebs. Meine Katze meldet sich. Nein, falscher Alarm. Genau, einen Einfluss, also Sternzeichen Fische, wir haben mehrere Karten hier auf dem Tisch. Interessant ist das jetzt nur, ja. Hinter dieser Herrscherin habe ich ein Sieben der Münzen. Schau mal hier. Also Krebs, hier habe ich wirklich. Also hier hätte ich jetzt zum Beispiel mit neuen Projekten, also hier wären jetzt, könnten wir über neue Projekte reden und viel Erfolg. Ja, also ich könnte in manchen Fällen hier für eine Person reden, wirklich für Arbeit. Also eine Situation, die mit Arbeit zu tun hat. Ich habe hier Münzen und Stäbe. Drei der Stäbe, sechs der Stäbe, sieben der Münzen und die Herrscherin. Es gibt schon hier eine positive Energie, Krebs, in Bezug Arbeit. Ja? Und in manchen Fällen, vielleicht muss man auch, also nicht in der gleichen Stadt, vielleicht muss man auch reisen oder verreisen irgendwie. Es gibt hier schon Erfolg in eine Sache, in eine bestimmte Situation in deinem Leben, Krebs, wo die du jetzt neu anfängst.
Es fühlt sich zumindest hier, zumindest fühlt sich neu, ja? Eine neue Situation in deinem Leben oder etwas, was jetzt sehr viel Zeit genommen hat, bis sich das hier ergeben hat. Ja, wir reden über Zeit. Also man hat schon auch gewartet, bis sich hier eine Situation ergeben hat. Ja, man hat schon, es gibt schon hier eine interessante Mischung von Karten, Krebs. Ich schaue mal jetzt natürlich, was diese Energie für dich heißen kann. Ja, du siehst 9 Münzen. Viele Münzen auf dem Tisch gerade. Ja, die Karte der Stern. Sternzeichen Wassermann sieht man bei dir. Die Karte der Narr. Wir haben viele große Arkane auf dem Tisch, Krebs. Wichtige Arkane. Und es ist einfach, schau mal, ich habe jetzt ganz am Anfang über Sternzeichen Fische gesprochen, Krebs, ja. Und interessant, also die Energie gestern für Sternzeichen Fische, also ist irgendwie, hat einen, also ich spüre hier diese Energie wieder auch. Und ich habe mit einem anderen Deck, also ich habe die gleiche Karte, aber mit einem anderen Deck ist auch die gleiche Energie rausgekommen. Redet über mehrere Personen, mehrere Menschen, gewisse Konflikte sieht man hier, was mit der Familie zu tun haben könnte. Freundschaften oder Arbeitskollegen, wie auch immer, aber es gibt schon hier eine Befreiung. Ja? Ein Gefühl von Loslassen irgendwie. Die Karte der Narr spricht für einen neuen Zyklus in deinem Leben. Achte Kelche, tatsächlich. Ja? Ich rede hier schon von ein Gefühl von Loslassen. Ja? Die Energie zeigt sich positiv für dich, Krebs. Schau mal jetzt, was wir in der Mitte haben. Siebente Stäbe. Siebente Stäbe, irgendwie, also es ist in dieser Illustration von dieser Karten, Krebs, man spürt hier, man ist wirklich, man kommt in eine gewisse Ruhe, also in eine gewisse Stille. Ich spüre hier Frieden und ich lasse mich tatsächlich durch anderen Menschen nicht belasten oder ja, also schon, es gibt hier eine Energie, Krebs, die sich auf eine Defensive stellt, irgendwie schon. Weil, wie du siehst, die Illustration von dieser Karte, ja, man merkt schon eine Person, die irgendwie den Kopf so auf die Seite dreht und so ungefähr, ich bin in meine Ruhe, ja, ich bleibe in in meinen Frieden, in meine Stille und ich lasse mich durch anderen Menschen nicht, ja, du siehst ja. Ich lasse mich durch anderen Menschen nicht belasten, irgendwie, ja. Es gibt hier eine Person, die irgendwie sich schon auf eine Defensive stellen möchte. Oder sogar irgendwie eine Wand dazwischen stellt, ja. Also bis hierher, aber nicht mehr. Genau. Ist eine interessante Energie. Und irgendwie von einer gewissen, wie gesagt, Ruhe, Stille, Frieden, ja. Schau mal, die Karte, die Welt. Krebs. Also manche sind natürlich im Urlaub. Also man könnte hier schon denken, Krebs, wir haben ja die Karte, die Welt und diese siebente Stäbe. Du siehst, siebente Stäbe zeigt eine Person, die ziemlich entspannt ist. Also ich entspanne mich, ja. Und ich fühle mich wohl, auf jeden Fall in dieser Illustration von Karte. Es gibt hier eine Person, die sich wohlfühlt, die irgendwie verreist. Es gibt hier Reisen, es gibt hier ein Gefühl vom Urlaub. Ja. Und natürlich, ja, natürlich könnten wir hier für manche so reden, aber es gibt schon einen Zyklus, hat man hier jetzt zugemacht. Oder irgendwie die Karte, die Welt spricht für einen Zyklus, den man zumacht. Aber auf irgendeine Art und Weise, möglicherweise, man sieht hier noch manche Konfrontationen mit manchen Menschen. Das kann für die Arbeit reden oder für die Familie oder Freundschaften. Die Situationen sind verschieden. Ich habe auch gestern bei Sternzeichen Fische erklärt, also wir müssen es uns so vorstellen, den Monat Juli. Also ist irgendwie eine Folge von dem Monat Juni, ja? Also den Monaten Juni und Juli
sind doch verbunden, ja. Es gibt eine Verbindung zwischen diesen 2 Monaten. Ja. Also ein Semester geht zu Ende und ein neues Semester fängt jetzt an. Ja. Und das ist jetzt ab dem Monat Juli. Aber diese Verbindung zwischen diesem Monat Juni und Juli ist noch da präsent. Das heißt, ja, genau. Also das spürt man noch im Monat Juni. Wir sind noch im Monat Juni, aber im Monat Juli wirst du noch diese gewisse Konfrontationen vielleicht mit manchen Menschen irgendwie. Ja. Ich denke schon. Also du siehst ja 5. Stäbe. Wir reden schon über mehrere Personen. 7. Stäbe. Es gibt schon hier viele Stäbe. Also ja, Feuerelement bei dir auch zu sehen, Krebs, ja. Also Feuerelement ist ja schon präsent. Aber genau, also es gibt schon hier eine interessante Situation. Ich muss mir natürlich mehrere Karten jetzt holen, Krebs. Ich brauche ein bisschen mehr Erklärung hier. Genau, ich benötige hier ein bisschen mehr Erklärung, weil ich sehe hier schon diese Situation hier, ne? Aber nochmals, eine gewisse Befreiung, neuen Zyklus ist hier deutlich zu sehen, aber deutlicher. Egal, was das hier jetzt alles heißt für dich, aber ich sehe hier schon eine neue Situation, einen neuen Zyklus in deinem Leben. Und das ja, bei Wasserelement, das spricht jetzt auch sehr, sehr stark, aber nicht nur. Ich glaube, momentan geht es uns alle so. Diese neue Anfänge, ja, neue Situationen im Leben. Ist interessant, ja. Ich überlege nur gerade, Krebs, ja, weil schau mal, diese Mischung von Karten, was ich hier habe, ist auch interessant. Also diese 6. Stäbe, 7. Münzen und die Herrscherin. Ja, es ist ein Gefühl hier von Erfolg. Ja, also Erfolg gibt's, zeigt diese Mischung von Karten. Sehr viel Reichhaltigkeit, Erfolg mit neuen Projekten und so Sachen. Ja, aber ich könnte auch denken, wir haben hier mit einer Situation für manche, die mit Zeit verbunden ist. Ja, und eine Situation, was mit einer Person zu tun hat. Eine Person, die du kennst, wo jetzt gar keine Kommunikation da war, sehr lang gar keine Kommunikation. Ja, Krebs. Also jemand sieht dich wirklich wie eine sehr hübsche Person, also wie eine Herrscherin. Wie gesagt, diese Energie, was du hier hast für den Monat Juli, ist schon eine ermächtigte Energie. Ja, ist eine große Arkana, die Herrscherin, eine wichtige Energie. Ja. Genau. Ja, eine wichtige Energie, eine Person mit viel Erfolg, ja. Zumindest man sieht dich auch mit diesen Augen, Krebs. Ja. Genau. Also, ich hole mir jetzt mehrere Karten als Klärung, Krebs, weil ich brauche das jetzt gerade hier. Ja. Ich danke dir für deine Likes und deine Abos, Krebs. Ja. Vielen, vielen Dank. Die Karten wiederholen sich. Ja? Also hier habe ich ein Puppe der Stäbe. Sternzeichen Löwe, Schütze oder Sternzeichen Widder. Feuerelement sehe ich ja auf den Tisch, habe ich dir ja gesagt. Ich habe nämlich viele Stäbe auf den Tisch. 3, 6, 9. Stäbe, 7. Stäbe, Puppe der Stäbe. Genau. Also, genau. Also hier sieht man schon so eine Energie, Krebs.
in deine Energie. Sieht man eine Puppe der Stäbe? Man sieht hier eine jüngere Energie. Das kann für ein Kind reden, ja, auch für einen erwachsenen Kind. Aber sonst spricht das für eine unreife Energie, was wir hier haben. Ja, schon. Und etwas karmisch und karmatisch, eine karmische irgendwie Beziehung sieht man hier auch. Schau mal, Augenblick bitte. Fünfte Schwerter. Diese Konflikte hier, die Nummer 5, wiederholt sich hier zumindest jetzt zweimal. Ja, also hier haben wir mit mehreren Personen Puppe der Schwerter. Wieder ein Puppe, ja. Du siehst Puppe der Stäbe, Puppe der Schwerter. Wir haben hier ja, viele Puppen, ja. Also entweder eine jüngere Energie oder jüngere Menschen. Sonst, es gibt vielleicht Altersunterschied zwischen zwei Personen, könnte auch sein. Genau. Irgendeine Situation hier. Schau mal, Krebs, ja. Also siebente Stäbe, fünfte Kelche. Und du siehst ja, Nummer 5 zeigt sich bei dir oft, dass ja? Die Nummer 5, 5, 5. Spricht sehr viel für Veränderungen, Krebs, ja. Und eine Königin der Münzen. Königin der Münzen, Stier, Steinbock, Jungfrau. Kann auch für eine Langzeitbeziehung reden. Krebs, hier habe ich eine Königin der Münzen, aber ich hatte ja auch die Herrscherin. Und in manchen Fällen können wir über die gleiche Person reden, weil beide zeigen eine Mutter. Und immerhin, die Königin der Münzen spricht für die kleine Herrscherin. Also in manchen Fällen können wir über die gleiche Person reden. Fünfte Kelche. Also hier, das Gefühl hier wäre irgendwie, man vermisst eine Person, man denkt an eine Person, Krebs. Also irgendwie fünfte Kelche spricht für eine Energie, die eine etwas traurige Energie, ein Gefühl von Vermissen, vom Trauern. Also ist irgendwie diese Energie spürt man hier, ja? Ich denke aber auch wiederum Krebs, also mit dieser siebente Stäbe. Eine Person hat hier auch eine Heilung, sieht man hier, mit einer Energie. Diese Königin der Münzen, wie gesagt, eine Langzeitbeziehung für manche. Ja, die Mutter deiner Kinder, der Vater deiner Kinder, eine Langzeitbeziehung. Oder nochmal Stier, Steinbock, Jungfrau. Irgendwie, dieses Sternzeichen ist nicht so sehr wichtig, aber ist immerhin eine Königin der Münzen. Es gibt schon eine Stabilität in dieser Karte, viel, viel Stabilität finanziell gesehen auch und ja, eine sehr stabile Energie, aber nochmals begleitet mit fünfter Kelche. Ja, also hier spürt man schon einen Verlust in dieser Energie, was mit einer Königin der Münzen zu tun hat. Obwohl, schau mal, die Illustration von dieser Karte, diese siebente Stäbe. Mein Gefühl wäre jetzt erstmal, dass man dieses Gefühl in Balance hat. Also es gibt hier schon einen Balance in diese Gefühle, was ich hier habe. Ja, eine Art sogar vom Loslassen, ja, also ja, vom Loslassen irgendwie. Schau mal. Interessant. Sehr interessant, ja. Die Karte die Welt begleitet mit der Gerechtigkeit und Ass der Kelche. Starke Mischung von Karten. Ich rede schon über einen deutlichen neuen Zyklus bei dir. Ich rede über Selbstliebe, über Grenze, die man setzt.
Ich rede natürlich, ich sehe hier eine Trennung, eine Scheidung. Irgendwie gibt es hier schon zu sehen. Und ich habe ja die Königin, also ich habe ja die Königin der Münzen und fünf der Kelche. Man spürt hier diesen Verlust, ja. Diesen Verlust ist hier schon zu sehen. Aber einen Verlust, wenn ich dir ehrlich bin, die schon, wie ich dir jetzt erklärt habe, ich finde, es ist, dieses Gefühl ist balanciert. Ja, also ich könnte denken, ich rede hier über einen Loslassen, ein Gefühl von Geheil, also eine Heilung, Selbstliebe und eine, die Gerechtigkeit ist hier. Diese Kommunikation sieht man hier. Ist interessant, weil ich sehe einen Zyklus, Krebs, einen Zyklus, die ein Ende hat. Wir reden über ein Ende und über neue Anfänge. In manchen Fällen habe ich hier sogar mittlerweile neue Kompromisse. Diese Mischung von Karten ist einfach perfekt, ja? Die Karte, die Welt, deutet auch auf Wünsche, die in Erfüllung kommen. Natürlich ist es hier Reise und aber dieses hier, das also sehr stark spüre ich dieses Gefühl von neue Anfänge. Von neue Anfänge. Ja, also mein Gefühl wäre jetzt so, man möchte das, was man hatte, nicht mehr. Das, was mal war, möchte man nicht mehr. Ja? Weil man hat hier schon bereits eine Heilung. Man hat bereits hier eine Heilung, ja? Jetzt gemacht. Und das sieht man schon sehr deutlich. Also diese Heilung sieht man hier. Und das, was man hatte, möchte man jetzt nicht mehr. Denn man fühlt sich jetzt wohl. Also ich fühle mich wohl. Warum sollte ich jetzt wieder zurückgehen, wenn ich mich wohlfühle? Ja. Genau. Weil in manche Fälle könnte wirklich eine, entweder wenn du das nicht bist, Krebs, dass du sagst, nein, eigentlich bin ich nicht in dieser Energie vom Vermissen, vom Trauer oder, ja, oder genau. Also wenn du in dieser Energie nicht bist, dann spricht für eine Person in deinem Leben, eine wichtige Person für dich, die in dieser Energie ist, die noch, wo du noch im Monat Juli noch eine gewisse Kommunikation, Kontakt haben wirst. Ich rede natürlich über eine Person, die nicht mehr bei dir ist. Also diese Königin der Münzen ist nicht bei dir. Und dieses Gefühl von stark Nachdenken, vom Trauern, vom Leiden, von Traurigkeit ist hier für diese Person, aber zumindest war in dieser Vergangenheit, dieses spricht sehr stark für eine Vergangenheit. Aber nochmals, ich werde mich oft das wiederholen, mit dieser siebenten Stäbe ist diese Situation nicht mehr so. Sollte diese Person in deinem Leben tatsächlich im Monat Juli zurückkommen oder sich bei dir kontaktieren. Mein Gefühl gerade jetzt ist, dass du diese Situation nicht mehr möchtest. Es kann schon möglich sein, dass diese Person sich einfach zu sehr viel Zeit genommen hat. Ja? Sich viel Zeit genommen hat, um irgendwie sich bei dir zu melden, irgendwie, was weiß ich, also so ungefähr, und weil Optionen da waren, weil andere Menschen, andere Beteiligten, du weißt, wie das ist. Es gibt so viele Kompetenzen heute, so viele Beteiligten, diese sozialen Netzen, man kann über sozialen Netze so viele Menschen kennenlernen, und das ist, die Welt ist offen für uns, ja. Dass es immer wieder und immer wieder mehr komplizierter wird, irgendwie dieses treu bleiben und ehrlich zu bleiben, das ist immer wieder für manche kompliziert. Ja, weil diese Auswahl so groß ist. Es gibt so eine große Auswahl von Menschen, von aller Art und Weise. Ja, und manche nehmen sich einfach Zeit, um zu entscheiden, was für mich besser ist. Und irgendwie, oder wenn einer nicht klappt, habe ich den anderen oder die andere da.
Die Tatsache ist, dass eine Person hier, Krebs, sich einfach sehr viel Zeit genommen hat, um irgendwie eine bestimmte Entscheidung zu treffen. Oder eine Person, die jetzt leidet, ja, und irgendwie vielleicht sogar tatsächlich zurück möchte. Aber ich wiederhole mich, ich weiß, aber ich meine, ich möchte es tatsächlich deutlich lassen, dass das nicht mehr das ist, was du möchtest. Du fühlst dich wohl, du fühlst dich einfach perfekt. Du hast jetzt alles verstanden. Du hast diesen Karma hast du verstanden. Also deine Lektion, dein Karma hast du verstanden. Wir haben hier mit einem positiven Karma jetzt. Also du weißt, wie das ist. Jeder bekommt, was jeder verdient. Und ich weiß auch nicht. Also diese Legung schon von Anfang an. Deswegen bin ich ein bisschen so, wie sage ich, stolperig. Weil diesen Einfluss mit Sternzeichen Fische ist extrem. Aber ich denke, das hat wirklich mit diesem Wasserelement, weil ja Fische, Krebs, Wasserelement sind. Und deswegen spürt man das hier. Aber ja, ich habe hier mit der Gerechtigkeit, ich kann das nicht vermeiden. So war nämlich auch gestern bei Sternzeichen Fische. Und sogar mit einem anderen Deck. Also du musst dir so vorstellen, ja. Aber die Gerechtigkeit ist da. Und ja, du hast deine Lektion gelernt. Du hast mit deinem Karma dich konfrontiert, es gelernt und es gibt einen positiven Karma jetzt hier für dich. Ja? Und jeder bekommt, was jeder verdient. Und das bestimmen nicht wir. Das ist jetzt vom Universum, ist das so. Ich rede hier über Schicksal, ich rede hier über Karma, deutlich. Und Selbstliebe jetzt. Ich rede über Selbstliebe. Ich weiß ganz genau, was ich nicht mehr möchte. Und ich weiß, ja, ich weiß, wo ich mich hin, also fokussiere, was ich in meinem Leben möchte und was ich nicht mehr möchte. Ja, ich bin selbstsicher. Ich weiß, was ich will. Und ja, ich weiß, was ich will. Und ich weiß, was ich nicht mehr möchte. Ich bewege mich in eine wirklich super Energie. Krebs, das ist die Energie, die sich für dich zeigt. Für dich zeigt sich tatsächlich eine wichtige Energie. Und das könnte natürlich für dich reden, Krebs. Egal, ob du jetzt Frau oder Mann bist. Diese Energie, diese ermächtigte Energie mit dieser Herrscherin, ja, was das hier für Energie hat, das spricht für dich. Und das spricht für eine Person, die selbstsicher ist. Ich bin selbstsicher. Ja. Ich habe jetzt gelernt. Also, interessante Energie. Schau mal jetzt bitte, Krebs. Also in deine Unbewusstheit habe ich die Karte der Tod. Ja? Sternzeichen Skorpion. Begleitet mit Ritter der Stäbe und Zenderstäbe. Also irgendwie, Krebs, jemand lässt hier nicht locker. Also jemand lässt nicht los. Jemand möchte nicht loslassen. Wir reden über eine Energie, die möglicherweise schon bereits beendet war. Ich rede über die Karte der Tod. Das ist hier Ende. Und ich denke, eine Ende, die schon mal war. Das spricht nämlich für Vergangenheit. Aber wir haben hier mit einer Energie zu tun, Krebs, von diesem Kommen und Gehen. Diese Energie, in manchen Fällen, ja, für manche spricht das auch für eine starke Anziehung, eine Person, die eine starke Anziehung hat. Aber ein Kommen und Gehen sieht man hier. Nochmals Feuerelement. Also Schütze, Löwe oder Sternzeichen wieder. Und eine komplizierte Person in irgendeiner Art und Weise oder eine komplizierte Beziehung. Muss aber nicht Feuerelement sein. Sprich nur für die Energie von der Person. Ich kann dir aber schon sagen, dass diese Situation bereits beendet war. Und dass du immer noch mit dieser Situation zu tun hast. Oder sogar im Monat Juli zu tun haben wir es. Ja, das ist deutlich, was ich hier habe. Schau mal, die Karte der Tod. Fünfte Kelche. Also du spürst die Energie hier, ja? Wir reden schon über einen Ex. Wir reden über einen Ex in deinem Leben. Irgendwie. Es kann eine Langzeitbeziehung sein oder nicht. Das spricht für einen Ex. Ja, und diesen Ex lässt nicht locker.
Diesen Ex, ne, diesen Ex lässt es nicht locker. Ne, so wie das immer ist halt, ja. Also Krebs, das kann sich auch spiegeln, ja, dass du die Person bist, die immer wieder hinterhergeht, weil man dies nicht loslassen kann und so weiter und so fort. Ja. Es gibt hier eine Transformation schon. Und ich rede die ganze Zeit über ein Ende und einen neuen Zyklus. Man merkt es bei dir sehr stark auch. Es gibt hier eine Person, die schon bereits verstanden hat, was hier los ist. Und diese Energie zeigt sich hier. Zehn der Stäbe. Du siehst, wie viele Stäbe ich auf dem Tisch habe. Also, Krebs in dein Bewusstsein, drei der Münzen. Begleitet mit zwei der Münzen. Und zwei der Stäbe. Oder ist das drei? Augenblick, bitte. Diese Karten sind so. Genau, drei. Interessant, weil schau mal. Ich habe hier die Nummer drei. Wiederholt sich bei dir auch viel, ja? Die Nummer 333 ist vielleicht eine wichtige Nummer für dich. Wir reden schon hier. Eine dritte Person ist hier zu sehen. Und man sieht Gespräche, Krebs, wichtige Gespräche sieht man hier. Es gibt schon jemanden hier, der sehr viel nachdenkt. Nochmals drei der Münzen und die Herrscherin hast du ja gesehen, habe ich auch. Also man merkt hier, man spürt hier so Kompromisse. Ja. Und jemand kommt wieder in deinem Leben von deiner Vergangenheit zurück. Für manche, aber nur für manche, könnte ich schon hier über eine Situation Krebs bei dir, die sich ständig wiederholen möchte. Aber wirklich, ja? Also einen Zyklus Krebs, einen Zyklus, die immer wieder kommt und immer wieder kommt und immer wieder kommt. Und das spricht nicht für allen, ja? Aber das macht sowas für müde. Das macht schon müde. Also, das ist irgendwie ein Gefühl von einer, diese unendliche Geschichte. Diese ständige, unendliche Geschichte. Einen Zyklus tatsächlich, die sich ständig wiederholen möchte. Genauso wie ich wiederhole mich wahnsinnig viel, ja. Genauso ist dieser Zyklus hier. Es macht wahnsinnig müde. Ja. Es macht wahnsinnig müde. Ich rede über Menschen, die sich schon bereits geschieden haben, möglicherweise. Nochmals, ich rede über Exes. Also diese Scheidung oder Trennung sieht man ja hier. Ich rede schon über diese Situation hier. Ja? Ja, ich kann es ja, ich könnte es dir anders sagen, aber nein, es ist halt so. Es ist halt so. Krebs, es liegt am Ende an uns, natürlich, ja. Es ist ja klar. Also so oft ich in dieser Situation mitmache, dann so lang wird sich das auch weiterhin wiederholen. Es liegt an mir. Wo setze ich meine Grenze? Ja. Also wo setze ich die Grenze? Bin ich deutlich mit meiner Grenze? Musste ich vielleicht deutlicher werden? Ja. Tut es mir halt leid, tut es mir halt weh und deswegen lasse ich mich so lang durch anderen manipulieren. Also weißt du, Krebs, ich sage es dir ganz ehrlich, deine Energie ist mir sowas für ähnlich mit Sternzeichen Fische, ich kann es dir nicht sagen. Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Also diese Manipulation, dieses Kontrollthema, hat man auch bei Fische gestern gesehen.
Ja, warum? Weil ja, weil eine einfach es leid tut, also es tut mir weh halt die Arme, der Arme und ich möchte niemanden wehtun und so weiter. Ja, nee, also man, ja, ich befürchte Krebs, wenn wir keine deutliche und klare Grenze setzen, diese Menschen oder egal wo, von wem wir hier reden, es kann auch für Arbeitskollegen oder wie auch immer, kommen immer wieder und immer wieder zurück in unserem Leben. Und es zeigt sich nicht positiv. Ja? Du siehst ja, es sind immer wieder die gleichen Konflikte, die gleichen Situationen. In Wirklichkeit, was ich sehe, ist, dass du schon da eigentlich schon daraus bist. Du bist schon daraus, aber die anderen verstehen das nicht. Die anderen verstehen das nicht. Und tatsächlich, es sollte man hier eine wichtige, klare, deutliche Entscheidung treffen. Und denn man merkt, ich merke hier auch eine andere neue Energie in deinem Leben. Wir haben ja auch aus der Kelche. Es gibt schon, wie du merkst, wir haben hier mit einer alten Situation, und ich sage einfach so, alte Situation, alte Person von der Vergangenheit, und wir haben schon mit einer neuen Situation. Ja, weil ja, die unendliche Geschichte ist ja hier präsent, das ist wahr. Also die unendliche Geschichte ist hier präsent, richtig. Die Situation, wo bereits beendet war, durch entweder eine Scheidung, eine Trennung, es war bereits schon ein Ende hier. Diese Person lässt es aber nicht locker. Also irgendwie eine Person hier denkt, kann kommen und gehen, so wie es ihm oder ihr passt. Und irgendwann wird es doch wohl schon gut sein, oder? Man möchte auch einen neuen Zyklus anfangen. Sonst, es fühlt sich toxisch, wenn ich dir ehrlich bin. Es fühlt sich hier toxisch. Es ist eine toxische Situation. Schau mal in deine nähere Vergangenheit. Drei der Kelche, der Gehängte und sechs der Kelche. Man sieht hier schon Kinder und irgendwie mehrere Personen. Natürlich eine gewisse Nostalgie, ja. Also dieses Gefühl von Nostalgie, Krebs ist hier schon zu sehen. Und ja, ich weiß schon, wie du bist. Ja. Also diese Gedanken, diese Erinnerungen, diese religiöse Erziehung, ja. So wurde ich erzogen, also irgendwie, ich darf das bloß nicht. Ja? Ich fühle mich verantwortlich oder irgendwie diese Erinnerungen, ja, dieses schlechte Gewissen, was anderen dir irgendwie einreden wollen, weil oft ist das so, dass andere irgendwie einer auch schlechte Gewissen einreden wollen, aber das geht ja nicht. Man spürt hier schon eine Nostalgie, Erinnerungen von der Vergangenheit, Menschen, die sich jetzt sehr, sehr lang kennen. Wir können tatsächlich hier über die Mutter deiner Kinder reden oder der Vater deiner Kinder. Kinder sind da, Familie sind da zu sehen, Exes sind hier. Stark, starke Situation. Ja, ich kann es einfach nicht anders deuten. Ich spüre das hier sehr deutlich. Ist eine Sache, die wirklich also jetzt sehr viel mit der Zeit zu tun hat. Und diese Veränderungen, du hast schon auch schon in deiner näheren Vergangenheit auf Veränderungen gewartet. Ja. Und ich denke, man versucht sich hier in dieser Situation schon längst sich zurückzuziehen, ja? Also man möchte sich hier schon längst distanzieren von dieser Situation, von dieser Co-Abhängigkeit Krebs. Weil schon, ich spüre hier eine gewisse Co-Abhängigkeit oder eine gewisse toxische Situation. Natürlich haben wir ja hier Krebs mit einer karmischen Beziehung zu tun. Ja, und wenn du den Partner von Fische nicht bist, also diese Legung ist sowas für, deswegen ganz am Anfang war ich sogar ein bisschen,
Also, wie gesagt, stolperlich, weil mein Gefühl war, ich wiederhole das Gleiche wie gestern bei Sternzeichen Fische. Denn ich rede über wirklich Familie. Ich rede über also man hat sich schon bereits hier geschieden. Eine Scheidung irgendwie, eine Trennung, eine karmische Beziehung. Ja. Und wie du siehst, eine toxische Beziehung. Ja. Eine toxische Beziehung. Sternzeichen Fische, schau mal. Der gehängt da, du siehst ja. Also der gehängt da in deine nähere Vergangenheit. Sternzeichen Fische sehe ich hier. Ja. Und nochmals, Kinder sieht man hier. Ja, du siehst ja. Aber jemand versucht sich hier auch zu befreien. Mein Gefühl ist tatsächlich Krebs, wenn hier Fische und Krebs jetzt Partner sind oder Exes sind. Du musst dir jetzt so vorstellen, das, was du fühlst und denkst, ist praktisch fast das, was Fische auch fühlt und denkt. Es gibt hier ein Gefühl von Seelenpartnern. Und deswegen entweder, weil es kann nicht normal sein. Also, was ich dir damit sagen möchte, ist, vielleicht sollte man sich das durch den Kopf gehen lassen, dass man sich mit den anderen auch sich so stark spiegelt. Und vielleicht die Situationen viel einfacher sich lösen könnten, wenn man denken würde, aha, schau mal, wie interessant, ja. Also ja, also man denkt tatsächlich gleich irgendwie, man sieht sich, ja. Und alles könnte viel einfacher gehen. Schau mal, es ist nicht normal. In deine nähe Zukunft habe ich siebende Kelche. Aber Krebs, ich sage es dir wirklich ganz ehrlich. Also siebende Kelche kam bei Sternzeichen Fische gestern rausgesprungen, diese Karte, diese Energie, ganz am Anfang. Und bei dir kommt diese Karte in diese nähe Zukunft für den Monat Juli. Weißt du, was ich meine? Also Krebs, wenn du bis diesen jetzt der Punkt von der Legung gekommen bist, wenn du so lang gewartet hast in dieser Legung, ich meine jetzt, wenn du das Video hier so lang jetzt gesehen hast, bis jetzt, bis gerade jetzt, wirst du dann verstehen, warum ich ganz am Anfang so unsicher war in dieser Legung. Ich war total unsicher. Weil die Verbindung, die ich hier spüre, und das spricht natürlich nicht für allen, das weiß ich. Aber die Verbindung, die ich hier zwischen Fische und Krebs spüre, ist interessant. Zumindest interessant. Ja, und das liegt jetzt an euch, wenn ihr euch die Legung seht, ob es so für euch auch genauso interessant sieht wie für mich. Weil ich habe tatsächlich mit Krebs nichts zu tun. Also, ja. Also ich bin Sternzeichen Fische, aber ich habe nicht eigentlich mit Sternzeichen Krebs eigentlich eine Verbindung. Ich kann das nicht so beurteilen, aber ihr vielleicht, die Fische und Krebs doch irgendwie eine Verbindung da ist. Ist einfach nur interessant, sage ich dir. Und ja, also du siehst, es gibt hier eine wichtige Entscheidung zu treffen, Krebs. Eine wichtige Entscheidung, die Zeit genommen hat. Optionen sieht man bei dir schon. Ja, aber man möchte sicher sein. Schau mal, begleitet mit der Karte der Turm und sieben der Schwerter. Und hier habe ich Nummer 7 und Nummer 7. Und Nummer 7. Die Nummer 7, 7, 7. Auch sehr wichtig in deiner Legung. Genau wie die Nummer 3, 3, 3, wie du gesehen hast. Ja, die Karte der Turm. Krebs, die Karte der Turm. Diese Situationen hier in deinem Leben, Krebs, von Kommen und Gehen, von Manipulation, von Lügen, von Strategie, von Konflikten, von wegen was weiß ich was, hat hier ein Ende. Und dementsprechend wirst du auch handeln. Es gibt im Monat Juli eine wichtige Entscheidung, die du schon treffen wirst.
Ja, schon. Krebs, nur eine Sekunde. Schau mal nochmals meine Katze, ja? ¿Quieres entrar? Te abro más, ¿eh? Ja, Krebs, meine Katze vermisst mich, ja. Und ja, also auf jeden Fall eine interessante Mischung von Karten, die ich hier habe. Und in manchen Fällen möglich wäre auch, dass du hier diese Situation erkennst, dass hier eine, bei dir einen, du wirst dir bewusster in diese Situation hier. Ich habe ja eine Karte der Turme. Ja? Die Karte der Turm und sieben der Schwerter. Eine Person wird hier schon bewusster in dieser Situation hier. Augenblick, Krebs. Weißt du, was ich bei dir auch sehr interessant finde? Ich muss es dir unbedingt sagen. Es war genau bei Sternzeichen Fische gestern. Es gibt gar keinen König auf dem Tisch. Es gibt keinen König auf dem Tisch, oder irre ich mich? Und es gibt schon Puppen und Ritter, aber König, es gibt keinen König auf dem Tisch. Ich habe halt die Königin der Münzen und die Königin der Stäbe ist hier. Bei Fische war auch eine Königin der Kelche und Jäger die Königin der Schwerter, genau. Also, aber sonst, es gibt keinen einzigen König auf dem Tisch. Ich finde es sehr interessant. Bei dieser Menge von Karten, die ich auf dem Tisch habe, ich finde es einfach nur interessant. Ja, auf jeden Fall wird hier schon eine wichtige Entscheidung getroffen. Sieben der Kelche spricht ja für diese Entscheidung. Und eine Person tatsächlich versucht hier zurückzukommen. Eine Person, die möchte jetzt irgendwie es wieder gut machen. Eine Person möchte mit einer Versöhnung kommen. Irgendwie ist das einfach so. Und diese Person, also es gab hier bereits dieses Ende oder diesen Schluss mit dieser Energie, haben wir die ganze Zeit gesprochen. Aber diese Person kommt irgendwie verändert oder wie auch immer. Und mein Gefühl ist tatsächlich, du ziehst dich zurück. Du ziehst dich zurück, Krebs. Ja, du ziehst dich hier zurück. Warum? Weil du jetzt auch andere Optionen hast. Einfach so. Du hast einfach andere Optionen hier. Die Person hat sich hier einfach zu sehr viel Zeit genommen. Tja, Pech gehabt, oder? Schau mal jetzt in deine Gefühle. Habe ich ein Puppe der Kelche? Nochmals. Also, es kann für Sternzeichen Fische reden, Krebs oder Skorpion. Skorpion sehr stark, Fische auch. Begleitet mit einem Ritter der Schwerter. Rat des Schicksals. Rat des Schicksals, Ritter der Schwerter und ein Puppe der Kelche. Du wirst dich überraschen. Es gibt hier Veränderungen, starke Veränderungen in deiner Energie. Du wirst tatsächlich eine Kommunikation haben von einem, das ist sowas für interessant, ehrlich. Also ich kann es dir nicht anders sagen. Ich hatte den Ritter der Schwerter und sieben der Schwerter gestern bei Fische gehabt. Die Sache ist, diese Energie kommt doch zurück bei dir. Oder bist du die Person, die zurückgeht? Jetzt, das kann sich spiegeln, ne? Also es gibt hier eine Energie, die wieder zurückkommen möchte. Eine Person, die jetzt es eilig hat. Eine Person vielleicht, die gemerkt hat, aha, ich kann dich verlieren. Also ich merke, dir geht es jetzt gut. Krebs. Also jemand spürt, jemand merkt, dass es dir sehr gut geht. Krebs. Jemand tatsächlich sieht dir und sieht, dass es dir sehr gut geht. Und jemand hat plötzlich jetzt Angst bekommen, ja? Also, oje, oje, was ist hier los mit Krebs? Nein, nein, also, wo gehst du hin? Ich möchte dich wieder zurückhaben.
Ich möchte dich wieder zurückhaben. Ja, also das hat hier mit dem Schicksal zu tun, aber ich rede über eine karmische Beziehung, Krebs. Ja? Und das weißt du. Auf jeden Fall, diese Person kennst du, ja? Und zeigt sich als eine unreife Energie. Es gibt hier schon eine unreife Energie. Und diese Person kann schon 60 Jahre alt von mir aus sein. Aber es zeigt sich wie eine unreife Energie. Tatsächlich unreif. Wenn man so denkt, dass man kommen kann, wenn man möchte. Und es gibt hier eine energische Kommunikation. Also so ungefähr ziemlich energisch und sehr wahrscheinlich manipulativ. Vorsichtig mit dieser Energie. Schau mal, was du von außen ansiehst. Nochmals aus der Kelche. Nochmals. Genau wie bei Sternzeichen Fische gestern. Also ich rede über Selbstliebe. Selbstliebe ist hier zu spüren. Du weißt schon, wer du bist, dass du wichtig bist, ja, und dass niemand mehr kommen darf in deinem Leben oder kommen wird, um dir irgendwie mit dir zu spielen oder irgendein Spielchen mit dir zu machen. Das wird nicht mehr gehen. Warum? Weil du in einer Selbstliebe bist, Krebs. Und natürlich, ich muss noch dazu sagen, weil sehr wahrscheinlich in deinem Leben auch eine neue Person ist. Ja. Sechste Schwerter. Tja, interessant. Oh mein Gott. Sechste Schwerter, Königin der Stäbe. Feuerelement, Sternzeichen Löwe, Schütze, Sternzeichen wieder. Und ja, red ich die ganze Zeit, ja. Jemand möchte zurück. Und das weißt du. Deine Intuition ist auch sehr präsent da. Du weißt, dass das geschieht. Also ich denke sogar, Krebs, du weißt, dass das geschehen wird. Du weißt, dass das passieren wird. Dass jemand tatsächlich zurück möchte. Aber dir ist ja bewusst, dass diese Person mit dir eine karmische Beziehung hat, eine toxische Beziehung hat. Ob das jetzt für dich eine Frau ist, ein Mann ist. Ja. Egal in welcher Situation in deinem Leben sich das hier abspielt, ob das mit der Familie zu tun hat, mit Arbeitskollegen, mit, egal, du siehst ja, oder mit Freunden zu tun hat. Das ist immerhin eine Königin der Stäbe. Aber jemand, es zeigt sich hier eine karmische Beziehung und du bist in einer Selbstliebe. Und ja, wie ich dir gesagt habe, also diese karmische Beziehung sieht man hier. Natürlich eine starke Anziehung spürt man hier, in manchen Fällen natürlich eine sexuelle Anziehung. Oft ist das auch so. Und man verwechselt, ja, man denkt, Sex ist Liebe. Nein, Sex ist nicht gleich Liebe. Sex ist Sex. Ein Teil von Liebe, ja, aber Liebe spricht für Mitgefühl, ja. Ja, und oft ist das nicht der Fall. Also wir haben hier diese interessante Energie. Krebs. Und nochmals, du musst schauen, wo du dich hier siehst. Also, ob du, weil es kann sich spiegeln. Ich sehe hier eine Handlung, eine Bewegung. Du siehst ja, es gibt schon hier Bewegung, Handlungen und eine Reise. Ja? Krebs, sechs der Münzen, vier der Stäbe. Nochmals ein Bube der Schwerter. Du wirst etwas erfahren. Du wirst etwas erfahren. Irgendwie vielleicht eine Kommunikation über Internet, über WhatsApp irgendwie. Eine Kommunikation sieht man hier. Etwas wirst du erfahren und ja, eine Kommunikation gibt es hier schon. Vierte Stäbe spricht für die Nummer 1111. Ja, also du siehst ja eine starke Seelenverbindung gibt es hier zwischen zwei Personen. Eine starke Anziehung.
Eine Person, die wirklich, also ich habe hier eine Person, die also fair sein möchte. Diese sechste Münzen ist auch eine Energie, die etwas mit wie die Gerechtigkeit, also man möchte fair sein, dieses Geben und Nehmen ist balanciert. Ja, ich habe hier, wie du siehst, ich habe hier zwei verschiedene Energien. Eine mehr toxische Energie und eine neue Energie. Ja. Als Ergebnis habe ich die Karte der Eremit. Ergebnisse? Eremit. Sternzeichen Jungfrau. Die Karte die Welt. Und neun der Stäbe. Die Nummer 9 der Stäbe wiederholt sich bei dir. Und die Nummer 999 auch. Du siehst, die Nummern wiederholen sich bei dir, Krebs. Kannst du im Internet als Engelnummer, genau, diese Nummer suchen. Es gibt eine wichtige Botschaft für dich, weil die Nummern wiederholen sich bei dir. Und ich sehe jemand, die vielleicht mit dir eine geografische Distanz hat. Es gibt hier eine neue Person in deinem Leben. Eine Person, die wirklich finanziell sehr gut dasteht. Eine hübsche Person, vielleicht sogar eine Mutter, aber die ledig ist. Eine Person, wie gesagt, die in der Distanz ist, eine Distanz mit dir hat. Krebs, ich sehe hier Optionen. Ich sehe eine alte Situation in deinem Leben, die du schon geheilt hast, für dich die Sache erledigt ist, die du nicht mehr in deinem Leben möchtest, weil du ja das einfach nicht mehr möchtest. Aber ich sehe eine Person deutlich, das sieht man deutlich. Es gibt eine Energie bei dir und das haben wir als Ergebnis im Monat Juli. Eine Person, die entweder in einem anderen Land wohnt, in einer anderen Stadt, eine Distanz, eine geografische Distanz mit dir hat, ja, keine Kommunikation da ist, also möglich ist, dass da gar keine Kommunikation gibt. Und hier denkt man an diese Person. Wir reden über eine Person, die jetzt sehr lang allein war, also das kann für dich reden auch. Krebs, eine Person, die jetzt sehr lang allein ist, die irgendwie Zeit gebraucht hat, um eine bestimmte Vergangenheit zu verarbeiten, zu heilen, zu vergeben, das nimmt Zeit, das nimmt Zeit. Zu verstehen, dass das alles nur eine Prüfung ist, immerhin, ja, dass wir halt in dieser Prüfung sind. Und eigentlich sonst muss man unserem Leben nicht als Drama sehen, sondern mehr als einen Lehrer, eine Prüfung, ja. Und sonst weitermachen. Der Eremit lernt. Also Krebs, es gibt hier eine Person, die entweder dich beobachtet in der Ferne. Oder sonst spricht das andersrum, dass du eine Person spionierst. Über Internet. Also wir haben hier schon mit einem Spione, ja. Also es gibt hier schon einen Spione. Wenn du, ob es kann für dich reden oder sonst für eine Person. Jemand schaut sich deine Fotos an oder wie auch immer. Weil es gibt hier schon eine Anziehung zwischen zwei Personen. Interessant, die Welt. Habe ich bei dir Krebs zweimal. Die Welt ist zweimal da. Wir könnten hier schon für Reise reden, irgendwann, weil spricht für halt eine Distanz, eine Entfernung, eine geografische Entfernung. Aber schon eine starke Anziehung für eine Person. Ne? Und du siehst ja, also ich könnte schon hier na, ich könnte hier nicht. Ich rede über natürlich Seelenpartnern.
Menschen, die sich von anderem Leben kennen. Wie ich dir gesagt habe, Krebs, also ich sehe schon eine Situation, die beendet ist, fünfte Kelche. Bei manchen spricht man hier, dass man eine Person verloren hat, vielleicht eine Person, aber das ist Vergangenheit, ja? Das ist bereits geschehen. Nicht, dass man denkt, das wird ge das ist bereits geschehen. Man hat einen Verlust. Eine Person ist vielleicht nicht mehr in diesem Leben, ja, und spricht für einen Verlust. Für manche. Für manche ist das halt eine Trennung, eine Scheidung, ja. Aber diese Situation, Krebs, wie ich dir vorher gesagt habe, mein Gefühl ist, dass du bereits diese Situation geheilt hast. Es gibt hier kein Leiden mehr. Der Eremit leidet nicht mehr. Der Eremit schaut sich eine Situation an von der Vergangenheit, aber leidet nicht mehr. Diese Eremit ist auch interessant, ja. Also man bekommt hier Klarheit. Irgendwie, ich sehe hier eine Person, die sehr viel Erfolg hat. Eine Person, die vielleicht erkannt wird in seiner Arbeit. In der Arbeit irgendwie eine Person, die sehr viel, wie gesagt, Erfolg hat oder erkannt wird. Eine Person, die ein neues Projekt jetzt. Genau. Selbstständig ist sogar. Nochmals eine Person mit viel Erfolg. Eine sehr stabile Energie. Ja, also, das kann eine Person beschreiben für dich, ja? Ja, das kann wirklich eine Person beschreiben. Aber was ich hier sehr deutlich sehe, Krebs, ist diese geografische Distanz zu einer Person. Interessante Energie, Krebs, weil nochmals, ich sehe zwei Situationen. Du hast ja gesehen, eine Person versucht bei dir wieder zu kommen, irgendwie wieder in deinem Leben zu kommen und für dich die Situation, die Sache ist erledigt, du hast die Situation erledigt, aber es gibt eine neue Person in deinem Leben. Und das sieht man hier sehr deutlich. Ja? Und irgendwie dieses Gefühl von Anziehung ist hier zu spüren. Ja, genau. Eine starke sexuelle Anziehung. Ne? Das sieht man hier schon. Krebs, ich hole mir jetzt natürlich eine Karte von unserer Maria Magdalena. Schauen wir mal, was sie uns hier für uns hat, ja. Also schau mal, unter den Deck ist die Karte Erotik, ja? Also, genau, also muss ich dir halt nur sagen, also diese Person sieht schon auch sehr etwas Erotik aus, ja. Genau. Nur Spaß, Krebs. Erlösung. So heißt die Karte. Erlösung. Lasse dich zu alten Bildern und Erinnerungen führen. Befreie und erlöse diese mit Hilfe der Engel und der Kraft von Maria Magdalena und Jesus Christus. Wow. Ich bin. Entschuldigung, das verstehe ich nicht so ganz. Ich bin das. Ich bin. Naja, ich lese weiter. Also, wenn du dir Maria Magdalena und Jesus Christus vorstellst, wenn von beiden nimmst du stärker wahr, bringe das innere Bild in ein vollkommenes Gleichgewicht. Sieh dir beiden, wie sie gleich stark und in völliger Liebe gemeinsam hinter dir stehen und den Kelch der Liebe über dich halten. Fühle, wie dein Blut nun über das Kronenchakra
mit strahlender Flüssigkeit aus dem Kelch der Liebe angefüllt wird und alles alte, schwarze, dunkle, klumpige Blut nun abfließen kann. Fühle und sieh, wie dein Blut immer heller, leuchtender, funkelnder und strahlender wird, wie alle alten Informationen in deinem System gelöscht werden. Alles beginnt in dir und um dich herum zu strahlen. Alles, was dir nicht mehr dient, wird in diesem Licht umgewandelt. Du kommst in ein völliges Gleichgewicht mit dir. Wow, Wahnsinn, oder? Genau das ist, was ich in dieser Karte sehe. Krebs, diesen Gleichgewicht ist das, was ich in dieser Karte sehe. Was ich versucht habe, dir zu sagen. Es gibt hier diesen Gleichgewicht, ja? Dieses Vergangenheit ist jetzt geheilt bei dir. Also du bekommst in ein völliges Gleichgewicht mit dir, mit deiner Umgebung, mit der Welt und der gesamten Schöpfung. Genieße das Gefühl der Einheit, Liebe, Gleichheit und Freiheit. Ich bin. Wow, was für eine Karte, Krebs. Was für eine starke Energie, oder? Ja, das Gefühl wäre praktisch fast ein neues Aufwachen. Ja, ich bin mir bewusst in meinem Leben. Ich weiß genau, was ich möchte und auch, was ich nicht mehr möchte. Also irgendwie spricht das für ein neues Leben, ja? Und das ist, was wir hier die ganze Zeit haben. Mit der Karte die Welt, zweimal sogar, ein neues Leben. Ein neues Ich. Ich bin. War ja eine interessante Energie, für, Krebs. Schwarze Madonna, Sarah. Ich gebe alles, was ich mit mir herumtrage, in die Schöpfung zurück. Sie sorgt auf beste Weise für alles, freundvoll und zuversichtlich gehe ich meinen Weg. Wenn Licht in dunkle Räume getragen wird, dann werden sie hell, bringt Licht und Liebe in die Schatten und Heilung geschieht. Genau. Genau. Also tatsächlich bringt Licht. Bringt Licht, Krebs. Und die Heilung geschieht. Ja. Tatsächlich sehe ich hier eine Selbstliebe, eine Heilung, eine Befreiung. Plötzlich siehst du alles anders, Krebs. Du siehst alles anders, mit anderen Augen, ja. Das Leben ist anders. Du verstehst jetzt hier, was hier los ist, was hier geschieht. Du verstehst. Die Lektion hast du jetzt verstanden. Es gibt, Krebs, in deinem Leben, es gibt einen bestimmten Verhaltensmuster, den du von einem anderen Leben hast. Gewisse Suchtverhalten, die du wirklich von anderem Leben hast, was mit Karma zu tun hat, die du in diesem Leben jetzt, also das spricht für die Krebs, die bereits in diesen Zustand jetzt kommen. Also es gibt hier eine Lösung, eine Lektion hat man jetzt hier verstanden. Du kommst in die nächste Stufe praktisch. Ja? Also natürlich ist das hier jetzt nicht damit jetzt geschehen. Also natürlich ist das Leben jetzt hier nicht beendet. Man geht weiter. Das Leben geht ja weiter. Und das Leben ist nie eine gerade Linie. Das Leben bewegt sich nach oben, nach unten, immer wieder. Aber diese Lektion zumindest hast du jetzt bestanden. Diese Lektion hast du bestanden. Du kommst in eine ganz andere Stufe jetzt, in eine andere Stufe. Also ich finde es ziemlich interessant, die Energie, die sich bei dir zeigt.
Krebs. Das muss ich dir schon sagen. Also, ich sehe hier mit der Karte der Stern auch eine Führung. Es gibt schon hier eine Führung und eine sehr interessante Energie haben wir bei dir, Krebs. Nochmals, was ich dir sagen möchte, die Mäßigkeit zeigt sich auch in deiner Energie. Sternzeichen Schütze, ja. Aber ich denke nochmals, das, was du vorher wolltest, willst vielleicht auch nicht mehr. Ja? Also du hast jetzt du hast eine andere Perspektive der Situation. Ja, und das, was für dich bis jetzt normal war, oder es ist nicht mehr so. Also, ja, und viele werden sich, ja, genau, viele werden staunen. Viele werden staunen. Viele rechnen damit nicht, mit deiner Veränderung. Viele rechnen nicht damit. Aber du bist jetzt in eine andere Energie. Du bist in eine ganz andere Energie drin. Krebs, weißt du, wie ich mich freue, diese Energie zu sehen? Weil wenn wir die Energie vom Sternzeichen Krebs, diese letzte Zeit jetzt folgen, wir werden sehen, wie kompliziert deine Energie immer wieder war, Krebs. Verstehst du? Nur die Menschen, die wissen, woher du kommst, verstehen, was für eine Arbeit du hier mit dir selbst gemacht hast. Ja? Weil solche Heilungen geschehen nicht einfach vom, nein, nein, das ist eine Sache, die mit Zeit verbunden ist, mit mehreren Jahren, mit einer harten Arbeit. Deswegen, das wird nicht für allen Krebs reden, weil wir bewegen uns in verschiedene Zeiten. Unsere Entwicklung ist ja verschieden für uns allen, ja, und das spricht natürlich nicht für allen Krebs. Natürlich nicht. Aber die Krebs, die mit dieser Energie in Resonanz kommen, die sich diese Energie anpassen können, wissen schon, was ich meine. Du kommst von einer ganz komplizierte, wirklich Vergangenheit. Ja? Und du bist gerade in eine andere Welt. Das spricht für dich, ob du, ich glaube, du fragst dich tatsächlich, wo bist du die ganze Zeit gewesen? Also, wo bin ich die ganze Zeit gewesen? Ich gratuliere dich einfach, Krebs. Ich gratuliere dich. Also, ich finde, es ist positiv, ja. Und tatsächlich. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Monat Juli. Natürlich alles Gute zum Geburtstag, Krebs. Ja, oh Gott, ich hätte es fast vergessen. Aber habe ich nicht. Also alles Gute zum Geburtstag wünsche ich dir, Krebs. Ja, ja, manche haben es vielleicht sogar gestern schon gehabt, oder manche heute, die nächsten Tage, die nächsten Wochen. Auf jeden Fall, ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag. Genau. Genieße das und wir sehen uns am Montag. Krebs. Interessante Energie. Du merkst, wir sind alle oder viele in starke, drastische Veränderungen in unserem Leben. Aber das ist auch gut so. Veränderungen, es ist positiv, es ist gut. Ja, kompliziert, wie du sehr gut weißt. Also leicht war das hier nicht, einfach war das hier nicht. Aber wir reden schon für dich für einen neuen Zyklus in deinem Leben. Das ist sicher. Das ist sicher. Ja. Ich wünsche dir einen schönen Tag, Krebs, ein schönes Wochenende und bis Montag. Ja, wir sehen uns am Montag. Tschüss.